Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nun den zweiten Teil des Vortrages zum Thema Ultraschall-Leberdiagnostik von der Fettleber zur Leberfibrose und Zirrhose vortragen. Mein Titel lautet Einschätzung des Schweregrades und Bedeutung für die Therapieüberwachung. Ich möchte beginnen mit dem natürlichen Verlauf, den nichtinvasiven Steatosemessungen eingehen, die nichtinvasive Fibrosemessung, Leitlinienempfehlungen und zum Schluss die Prognose und Therapieüberwachung. Zunächst zum natürlichen Verlauf der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung. Es ist Ihnen allen bekannt, bis zu 30% der Bevölkerung haben eine Steatose, auch in Deutschland, das wird noch weiter zunehmen. Davon entwickeln ein Drittel der Patienten eine nichtalkoholische Steatohepatitis. Und von diesen Patienten haben wiederum ein Drittel das Risiko, eine fortgeschrittene Fibrose und Leberzirrhose zu entwickeln. Und ab einer fortgeschrittenen Fibrose hat man bereits ein erhöhtes Risiko, HCC, hepatozelluläres Karzinom, also Leberkrebs, zu entwickeln und natürlich beim Vorliegen der Zirrhose auch die entsprechenden Komplikationen einer portalen Hypertension. Risikofaktoren sind bekannterweise der Diabetes, die Leberfibrose, deshalb zeige ich Ihnen auch, wie man die Leberfibrose sonografisch messen kann, ein wichtiges Tool, der BMI, die Hypertonie und die genetischen Faktoren. Es ist bekannt, dass Patienten mit einer nichtalkoholischen Steatohepatitis im Vergleich zu Patienten mit einer reinen Steatose eine erhöhte Mortalität aufweisen, hier 8-fach so hoch wie bei einer reinen Steatose. Mortalität in Bezug auf die leberassoziierte Mortalität. Patienten mit einer Steatose, das ist uns auch bekannt, haben erhöhtes Risiko kardiovaskulären Komplikationen, sodass Patienten mit einer reinen Steatose auf jeden Fall auch kardiologisch abgeklärt werden müssen. Goldstandard für die Beurteilung der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung für den Schweregrad ist immer noch die Leberbiopsie zur Gewinnung einer Histologie. Das wird dann entsprechend gegradet und gescored. Man geht auf den Grad der Verfettung ein. Hier noch ganz wichtig, die Definition einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung besteht ab 5% Verfettung der Hepatozyten. Dann die Graduierung lobuläre Entzündung, Ballonierung als Zeichen der Entzündung wird gegradet, als Aktivitätsstadium. Und dann die Leberfibrose nach kleiner. Hier ist F0 keine Fibrose und F4 die Leberzirrhose. Limitationen der Leberbiopsie, ganz klar, es ist ein invasives Verfahren. Die Akzeptanz bei den Patienten ist inzwischen sehr gering geworden. Die Patienten wissen, dass es nicht invasive Verfahren gibt und nur wenige lassen sich biopsieren. Das hat eine Komplikationsrate von 1-3%, 0,01% Mortalität. Und auch wenn man die Biopsie gewinnt, ist das keine perfekte Methode. Man hat eine Inter- und Interobserver-Variabilität. Bis zu 27% fehlt die Diagnose einer NASH. Und die diagnostische Genauigkeit der Leberhistologie beträgt 81%. Ist also gut, aber nicht exzellent und schon gar nicht perfekt. Und für die Diagnose einer fortgeschrittenen Fibrose diagnostische Genauigkeit von 87%. Wie kann man nun nicht invasiv die Steatose messen? Sie alle kennen die transabdominelle B-Bild-Sonografie. Wir sehen ein deutlich stärker echogenes Leberparenchym im Vergleich zum gesunden Nierenparenchym. Das, wenn man so ein Bild hat, dann kann man eine Steatose sonografisch diagnostizieren. Das ist typischerweise, wie man es von Studien kennt, der Fall ab 20% Verfettung der Hepatozyten. Aber wir wissen, ab 5% ist es eine nichtalkoholische Steatohepatitis. Das heißt, wir haben hier eine Lücke und benötigen weitere Methoden. Die Controlled Attenuation Parameter ist eine Methode, die integriert ist in den Fibroscan, den Sie sicherlich auch kennen. Das misst die distale Schallabschwächung quantitativ und hier eine Meta-Analyse aus 13 Papers mit über 2000 Patienten konnte zeigen, dass die Diagnose einer Steatose, also mit einer Verfettung ab 5%, mit einer diagnostischen Genauigkeit von 81% gestellt werden kann und dann die Differenzierung Steatose 1 zu Steatose 2, das heißt mehr als 30% Verfettung, diagnostische Genauigkeit von 75%. Aber Sie wissen, der Fibroscan ist kein Ultraschallgerät, misst nur die Elastizität und die Verfettung und wir suchen natürlich nach Tools, die integriert sind in ein Routine-Ultraschallgerät. Hier bietet die Firma Samsung unterschiedliche Tools zur Steatosemessung, wie Herr Jungblut Ihnen sie auch schon vorgestellt hat. Nochmal kurz darauf eingehen. Der EasyHRI, ein Quotient der Echogenität des Leberparenchyms zum Nierenparenchym. Je stärker die Steatose, umso höher der Quotient. Dann TAI, die auch hier so ähnlich ein bisschen wie der CUP, eine quantitative Messung
der Schallabschwächung und dann TSI, das sogenannte Backscattering. Hier misst man die zurückgeworfenen Echos, auch hier jeweils höhere Werte, je mehr Steatose und Verfettung im Parenchym zu finden ist. Möchte ich Ihnen noch ein paar Beispiele nennen? Dies ist ein Patient ohne relevante Leberverfettung. Sie sehen hier ein EZ-HRI-Quotient von 1,20. Sie sehen auch im B-Bild schon, die Leber ist minimal stärker echogen als die Niere. Hier ein zweites Beispiel eines Patienten mit einer schweren Steatose. Der Quotient ist 4,15. Bereits im B-Bild sehen Sie auch hier schon eine vermehrte Verfettung des Organs. Und wie ist die Datenlage zum Samsung Hepatic Renal Index, den EZ-HRI? Es gibt eine Studie mit 101 Patienten, davon hatten 38 Patienten eine Steatose. Und man konnte zeigen, dass es ein signifikanter Unterschied ist zwischen Patienten mit einer Steatose im Vergleich zu Patienten ohne Steatose. Und der optimale Grenzwert ist größer gleich 1,28. Und wenn Sie sich an mein Beispiel erinnern, das ich noch mal kurz zeigen kann, hier ein Quotient von 4 liegt also deutlich darüber. Dann kann man hier sehr gut diagnostizieren. Eine zweite Studie hat nun geguckt, ob man die Steatose auch quantifizieren kann. 42 Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung, 40 Kontrollen. Und hier konnte man auch erneut zeigen, dass man zwischen den Kontrollen und der Steatose sehr gut unterscheiden kann. Und auch die schwere Steatose sich nochmal hervorhebt. Zwischen Stadium 1 und 2 ist die Unterscheidung nicht so gut, aber das ist uns bei allen anderen Methoden inklusive der Histologie auch bekannt. Die weiteren Methoden hier, TAI, die Quantifizierung der Schallabschwächung. Sie haben hier das Bild, wo Sie die Region of Interest platzieren. Hier im rechten Bild sehen Sie die Messung. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Patient ohne relevante Steatose. Sie sehen hier einen Wert von 0,63. Hier haben wir einen Patienten mit einer mittelgradigen Steatose. Sie sehen schon zum einen an der Farbskala, jetzt wird es mehr orange. Hier sehen Sie die Skala, ne? Je mehr rot, umso schwerer die Steatose. Hier ist schon ein orangenes Bild und der quantitative Wert ist 0,91. Eine mittelgradige Steatose und hier eine schwere Steatose. Hier geht es schon ins Rötliche über, sehen Sie schon am Bild und der Wert hier von 0,96. Dann TSI, noch ein ganz neuer Tool, der misst das Backscattering, zurückgeworfenen Echos. Sie sehen hier einen Patienten ohne relevante Steatose, also noch viele Blauanteile in diesem Bild. Der Wert quantitativ ist 76,29. Und hier haben wir einen Patienten mit einer mittelgradigen Steatose. Sie sehen das Bild, Sie haben kaum mehr Blauanteile, ist schon überwiegend orange Richtung rot. Der quantitative Wert ist 94,09. Und hier haben wir einen Patienten mit einer schweren Steatose. Sie sehen schon, das B-Bild ist auch schon schwierig darstellbar. Das Bild ist schon fast rot und ein Wert von 101,61. Das heißt, die Methode scheint sehr gut zu funktionieren. Größere Studien werden erwartet. Wenn wir nun eine Steatose haben, was bedeutet das für den Patienten? Ich hatte vorher schon kurz erwähnt, es ist wichtig, diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko an Verkalkungen auch im Gefäßsystem und damit einer KK und einem Schlaganfall. Das heißt, die sollen auf kardiale Risikofaktoren evaluiert und gegebenenfalls kardiologisch weiter untersucht werden. Was empfehlen die Leitlinien? Links dargestellt die europäische Leitlinie, rechts die deutsche Leitlinie. Man hat einen Patienten mit einem Risiko von einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung, macht als erstes eine Methode zur Messung der Steatose. Findet man die Steatose und sind die Leberwerte normal, so wird zunächst ein einfacher Serummarker empfohlen, der auch in der niedergelassenen Praxis durchgeführt werden kann. Wenn der keine Fibrose zeigt, kann der Patient nach 2 Jahren erneut zum Ultraschall kommen. Und wenn das aber ein erhöhter Wert ist, dann sollte dieser Patient zu einem Spezialisten überwiesen werden. Was dann dort passiert, erzähle ich Ihnen gleich. Das Gleiche, wenn der Patient eine Steatose hat und erhöhte Leberwerte, auch dann sollte er überwiesen werden zum Spezialisten. Hat man keine Steatose und normale Leberwerte, dann reicht in Bezug auf die Leber eine Kontrolle nach 3 bis 5 Jahren. Die deutsche Leitlinie sagt, wenn eine Steatose vorliegt, ebenfalls einen nicht invasiven Serummarker, der einfach durchführbar ist, hier der NAFLD Fibrosis Score. Wenn der kein Risiko zeigt, dann erfolgt eine individuelle Verlaufskontrolle. Zeigt er aber erhöhte Werte, so ist als nächstes hier als SLSM abgekürzt Liver Stiffness Measurement, das heißt eine Elastographie-Messung der Leber empfohlen.
Und nur wenn die uneindeutig ist, dann eine Leberbiopsie. Und das ist im Prinzip auch der Schritt, der hier als Spezialist genannt wird. Dort bei den Spezialisten ist die Möglichkeit vorhanden, Elastographie durchzuführen und somit eine Fibrose-Einschätzung zu machen. Damit kommen wir zur nicht-invasiven Messung der Leberfibrose. Was gibt es hier für Methoden? Nun, Sie alle kennen die transabdominelle Sonografie. Klar, wenn Sie in der transabdominellen Sonografie eine Leberzirrhose sehen, wie hier ein hypertrophierter Lobus caudatus und hier eine höckrige Leberoberfläche mit sogar freier Flüssigkeit, Aszitis, können Sie die Diagnose natürlich ganz klar und eindeutig stellen. Da brauchen Sie keine Elastographie. Aber ist es nicht so eindeutig, dann benötigt man eine ultraschallbasierte Elastographie. Die erste entwickelte Methode ist die transiente Elastographie in einem Fibroscan. Ein Gerät, was nur Elastographie als auch Fettleber messen kann, aber keine normale Sonografie durchführen lässt. Es wird eine Scherwelle in die Leber ausgesandt, eine mechanische Welle und dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit gemessen. Je steifer die Leber, das heißt, je fortgeschrittener die Fibrose, umso schneller die Ausbreitungsgeschwindigkeit und entsprechend erhält man die Ergebnisse dann in Kilopascal. Punktscherwellenelastographie, hier die S-Scherwave zum Beispiel von Samsung. Funktioniert so, dass man eine Region of Interest unter Bebel-sonografischer Kontrolle platziert. Das heißt, es ist integriert in ein Routine-Ultraschallgerät und man macht üblicherweise 10 Messungen und bekommt diese dann schön aufgezeigt und kriegt einen Mittelwert und auch Qualitätskriterien, die ich Ihnen gleich noch zeigen möchte. Die neueste Entwicklung ist die 2D-Sharewave-Elastographie, bei Samsung S-Sharewave Imaging genannt. Hier hat man ein größeres Areal, was man platzieren kann. Man hat die Idee, dass man damit einen größeren Bereich der Leber in einem untersuchen kann, da man weiß, dass die Leber teilweise inhomogen fibrosiert ist, dass man damit ein einheitlicheres Bild über das Fibrosestadium bekommen kann. Und innerhalb dieser Region of Interest kann man dann wiederum in Kilopascal die Fibrose messen. Hier nochmal etwas vergrößert dargestellt, S-Sharewave Samsung Methode, die Point-Sharewave-Elastographie, hier die Region of Interest. Klassischerweise sollte man die 2 bis 3 cm unter der Leberkapsel platzieren. Wichtig dort, wo keine Gefäße im Bild sind, weil Gefäße sind weich und verfälschen das Ergebnis. Und hier zum Beispiel erhält man einen Wert von 8,7 Kilopascal. Die Normwerte sind vergleichbar mit denen der Fibroscans. Das heißt, hier hat man eine signifikante Leberfibrose. Man kriegt die Ergebnisse dann entsprechend, auch wenn man 10 Messungen gemacht hat, als S-Sharewave-Profil angezeigt und dann kann man entsprechend Ausreißer herauslöschen. Man kriegt dann hier, haben wir jetzt einen anderen Patienten mit einem Wert von 7,3, also einer leichtgradigen Fibrose von Kilopascal und man sieht hier den IQA durch Median 24%. Das kennen Sie vielleicht vom Fibroscan, der sollte unter 30% sein, dass man sagt, diese Methode ist valide und diese Messung kann gelten. Hier noch ein Patient ohne Fibrose, 3,4 Kilopascal und auch hier eine gute Qualität mit unter 30%. Auch so kann man die Werte sich anzeigen lassen übereinander und sieht hier die Mittelwert, also die einzelnen Messungen und hier oben auch den Mittelwert und auch den IQA. Das kann man dann entsprechend den Patienten auch als Befund sehr gut mitgeben. 2D-SWE, hier die S-Sharewave Imaging von Samsung. Man platziert eine Region of Interest ebenfalls 1 bis 2 cm unter der Leberkapsel in dem Leberparenchym. Auch hier möglichst nicht zu viele große Gefäße im Bild. Dann bekommt man ein buntes Bild. Sie sehen hier die Farbskala, an dem man sich schon orientieren kann. Wenn es überwiegend blau ist, kann man schon sehen, dass das wahrscheinlich keine Fibrose ist. Wenn es schon übergeht in hellblau oder orange, dann ist Fibrose vorhanden. Und dann kann man innerhalb dieser Region of Interest, diese kleinen runden Kreise nochmal genau quantifizieren und hat hier zum Beispiel einen Kilopascal-Wert von 11. Das heißt, das ist schon ein Patient mit einer fortgeschrittenen Leberfibrose. Auch bei der dekompensierten Leberzirrhose funktioniert die Samsung 2D-Elastographie. Das ist ganz wichtig. Ich hatte Ihnen schon gezeigt, natürlich für die Diagnose einer Leberzirrhose benötigen Sie die Elastographie nicht. Aber ich werde Ihnen noch zeigen, dass es für die Prognose auch beim Vorhandensein einer Leberzirrhose wichtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Methode auch bei der Leberzirrhose funktioniert. Zum Beispiel der Fibroscan bei Vorliegen von Aszitis funktioniert nicht. Was sagen die Leitlinien? Ich habe Ihnen hier aufgelistet die unterschiedlichen Leitlinien. Die europäische Leitlinie für die NAFLD,
dann die europäische Leitlinie für die nicht-invasiven Methoden, die europäische Ultraschallgesellschaftsleitlinie und die amerikanische. Und alle sagen zusammen, dass man bei der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung die Elastographie gut verwenden kann zum Ausschluss einer fortgeschrittenen Leberfibrose. Für die Diagnose einer fortgeschrittenen Leberfibrose muss man immer auch die Transaminasen mit beachten, weil wir wissen, dass gerade die Steatohepatitis, wenn sie gerade ein Flair ist, die Transaminasen hoch sind, natürlich zu einer Entzündung in der Leber führen, dadurch zu einer Leberkapsel und dadurch die Elastographie falsch hohe Werte messen kann. Betrifft allerdings alle Elastographieverfahren gleichwertig. Aber zum Ausschluss einer fortgeschrittenen Fibrose ist es exzellent. Und das ist ja unser Ziel auch in der Praxis. Wir wollen die Patienten ausschließen, die eine fortgeschrittene Fibrose haben. Das heißt ein erhöhtes HCC-Risiko und diese mit gutem Gewissen dann in einem längeren Abstand erst wieder einbestellen. Also ein praktisches Vorgehen, wie wir hier in Gastroenterology publiziert haben, ist, man hat einen Patienten mit einer NAFLD. Zunächst beim Hausarzt schließt man eine relevante fortgeschrittene Fibrose durch die Serummarker aus. Wenn man das der Fall ist, dann kann der Patient beim Hausarzt erstmal bleiben. Sieht man aber, dass die Serummarker erhöht sind, sollten sie in ein Zentrum, das heißt eine hepatologische Praxis oder Klinik, überwiesen werden. Dort erfolgt dann der Ausschluss oder die Diagnose einer fortgeschrittenen Fibrose mittels Elastographie. Hier ist der typische Grenzwert 8 Kilopascal. Das heißt, darunter ist das Risiko gering, darüber ist das Risiko erhöht. Ob man eine Leberbiopsie durchführt, hängt ein bisschen davon ab, ob man Patienten einschleust in Therapiestudien, wo eine Leberbiopsie erforderlich ist. Viele akzeptieren allerdings aktuell auch die Elastographie zur Beurteilung, ob eine fortgeschrittene Fibrose vorliegt oder nicht. Ist diese Methode kosteneffektiv? Eine wichtige Fragestellung, die hier einmal analysiert wurde. Wenn man Patienten Standarduntersuchungen macht, das heißt, man macht einfach nur die Laborwerte und einen Ultraschall, ob man bei allen Patienten eine Elastographie durchführt, ob man zunächst, wie gerade dargestellt, erst einen Serummarker macht zum Ausschluss oder dann die Patienten mit erhöhten Werten zur Elastographie schickt, oder auch nur diesen Serummarker. Und da konnte ganz klar gezeigt werden, dass das kosteneffizienteste das ist, dass man in der Hausarztpraxis dann diesen Serummarker macht und die Patienten mit erhöhten Werten zum Spezialisten schickt, zur Elastographie. Also die Kombination von diesen beiden, wie es ja die Leitlinien entsprechend auch empfehlen. Welche Elastographie sollte man nun anwenden? Hier zeige ich Ihnen nur eine Meta-Analyse zum Vergleich der 2D-SWE im Vergleich zum transienten Elastographie mit dem Fibroscan. Wenn man hier sich die Ergebnisse der NAFLD-Patienten anguckt, so sieht man, dass für die Diagnose einer fortgeschrittenen Fibrose die 2D-Elastographie der transienten Elastographie überlegen war. Das heißt möglicherweise hier ein Vorteil für die 2D-Elastographie. Macht es Sinn, nicht invasive Messung der Steatose und Fibrose in einem Gerät vorhanden zu haben? Ja, das macht Sinn und ich zeige Ihnen auch, wieso. Zum einen will man natürlich, wie ich sie gerade gezeigt habe, den Algorithmus, man hat eine Steatose und möchte dann eine Elastographie durchführen. Aber auch wenn man bereits die Diagnose der Steatose hat und man führt die Elastographie durch, möchte man wissen, wie fortgeschritten ist die Steatose, weil es Studien gibt hier mit der CAP-Methode, die zeigt, dass mit zunehmender Verfettung der Leber bei Patienten, das waren alles Patienten mit F0 bis F2 Leberfibrose, dass bei gleicher Histologie mit zunehmender Verfettung die Lebersteifheit zunimmt. Das heißt, Patienten mit einer fortgeschrittenen Steatose haben hier 9,4 Kilopascal, während die Patienten mit nur wenig Steatose 6,8 Kilopascal haben. Und das sind alles histologisch gleiches Fibrosestadium. Das heißt, was wird perspektivisch der Fall sein? Wir brauchen den Steatosewert. In Abhängigkeit von der Steatose liegt eine fortgeschrittene Steatose vor. So wählt man die Grenzwerte für die Elastographie sehr viel höher, um eine fortgeschrittene Fibrose zu diagnostizieren, zum Beispiel hier größer 13 Kilopascal im Vergleich zu Patienten hier mit einer leichten Fibrose, wo der Grenzwert dann bei 12,5 ist, oder bei einer normalen Steatose, wo der Grenzwert bei 8 bleibt. Wie sieht es aus mit Prognose und Therapieüberwachung? Hier eine bekannte Studie mit der transienten Elastographie bei Hepatitis C-Patienten, über 1400 Patienten. Und man konnte sehen, dass es nicht nur relevant ist, ob die Patienten Werte im Bereich einer fortgeschrittenen Fibrose haben, wie hier mit 9,5 Kilopascal im Vergleich zu keiner Fibrose. Man sieht, dass da allein schon die Mortalität um 10%
steigt, die 5-Jahres-Mortalität. Aber was man auch sieht, ist, dass innerhalb der Leberzirrhose, das sind alles Patienten mit Werten innerhalb der Leberzirrhose, je stärker die Werte ansteigen, also je steifer das Organ ist, umso schlechter ist die 5-Jahres-Mortalität. Hier 5-Jahres-Mortalität von nur um die 20% bei einem Kilopascal-Wert von über 50. Wie sieht es aus bei der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung? Auch hier gibt es eine Studie mit 1039 Patienten, die alle eine fortgeschrittene Leberfibrose oder Zirrhose hatten, allerdings alle kompensiert. Die wurden verlaufskontrolliert über im Mittel 35 Monate. Und was man sehen konnte, hier die kumulative Rate von Leberdekompensation, dass mit Patienten, die einen FibroScan-Wert unter 21 hatten, hier die blaue Linie, ein geringes Risiko hatten, in den nächsten Jahren zu dekompensieren, während Patienten mit einem Wert größer gleich 21 ein deutlich erhöhtes bis zu 40%iges Risiko haben, in den nächsten Jahren zu dekompensieren. Das heißt, das sind die Patienten, die sicherlich engmaschiger kontrolliert werden müssen, um rechtzeitig Komplikationen zu erkennen und oder diese Patienten auch frühzeitig in Therapiestudien einzuschließen. Hier sehen Sie, dass nicht nur bedeutsam ist der Ausgangswert der Elastographie, sondern auch die Veränderungen über die Zeit. Das heißt hier die Veränderungen von der Delta, der Lebersteifigkeitsveränderungen über die Zeit, hier gemessen zum Beispiel einmal jährlich. Und was man sieht, ist, dass hier die blaue Linie sind Patienten, die eine Steifigkeitsabnahme um die 20% haben. Warum eine Abnahme? Nun, weil wir wissen, dass die nichtalkoholische Steatohepatitis immer wieder Entzündungsschübe macht. Und wenn die Entzündung zurückgeht, dann ist das ein gutes Zeichen, dass es sich stabilisiert hat. Dann die grüne Linie zeigt einen Anstieg der Elastographie zwischen minus 20 und plus 20%. Das heißt, da sieht man, dass das Risiko der Dekompensation ansteigt, aber immer noch moderat mit insgesamt 20%. Wenn die Patienten aber ein Delta über 20% haben, dann haben sie bereits ein doppelt so hohes Risiko, eine Dekompensation zu erzielen. Und die wichtigste Auswertung ist noch die Rate des Todes, also die Mortalität, an leberassoziierte Mortalität. Und auch hier sieht man, dass die Patienten, die einen Anstieg der Elastographie von über 20% haben, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Lebererkrankungen zu versterben. Wie kann man nun die Therapie ansprechen, beurteilen? Wir haben ja immer neuere Methoden und Studien, die Medikamente evaluieren zur Therapie der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung. Hier werden häufig die Patienten mit fortgeschrittener Fibrose und beginnender Zirrhose eingeschlossen. Und da möchte man natürlich zum einen Rückgang der Steatose durch die Medikamente erzielen. Wie kann man das dann messen? Zum Beispiel hier mit der EASY-HRI-Methode. Man sieht hier die Steatose, die dann im Verlauf hoffentlich zurückgeht. Oder hier auch mit der TAI oder TSI-Methode dann zu quantifizieren ist, um den Erfolg dann auch nahezulegen. Ob das eine prognostische Bedeutung hat, dass die Steatose zurückgeht, das ist bisher nicht belegt. Was aber eindeutig belegt ist, ist, dass wenn die Fibrose zurückgeht, dann natürlich die leberassoziierte Mortalität reduziert ist und damit das Risiko für Leberkrebs und Dekompensation. Das ist also ein Hauptziel dieser Medikamente, dann auch der Rückgang der Entzündung als Auslöser, dann auch der Fibroseentwicklung und vor allem ein Rückgang der Leberfibrose. Und das kann man dann wiederum elastografisch sehr gut messen. Hier zum Beispiel eine dekompensierte Leberzirrhose, die vielleicht zurückgeht in eine fortgeschrittene Leberfibrose. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.